So, guten Morgen, Germanien. Heute ist der letzte Tag des Jahres 2012, 31. Dezember, Silvester. Jo, wir haben gestern gesehen, was hier abgeht. Jeder Tag ein neuer zum Übertrumpfen und heute ist dasselbe Spiel. Nicht das da hinten, nein. Wir hatten heute Nacht keine Nachtfrost. Punkt. Hier liegt Graupel, als wäre er frisch gefallen, der aber zum Teil von gestern ist. Der schmilzt nicht weg. Der Boden ist nicht gefroren, ist nicht frostig. Ich zeig's euch. Also, hier. Das Zeug ist saftig, morastig, sumpfig, ja? Das könnt ihr hier sehen. Nass. Und wenn es nass ist und nicht gefriert, wie kann denn dann sowas entstehen? Wie gesagt, wir haben hier keine Minustemperaturen. Wir haben in der Regel so 2 Grad plus. Und heute Nacht war auch kein Frost. Aber wir sehen, wie sich sowas dann bildet. Und das wunderschön. 2 Komponenten. Glasklar. Rutile Strukturen. Kann man nicht verleugnen. Das ist so, als würdest du eine Fußbodenleiste, eine Türleiste auf den Boden legen. Ist ja auch eine Erhöhung. Genauso schaut das hier aus. Ist immer nur blöd, ich krieg's nicht richtig hin, wie ich das haben möchte. Mir wünschte, so kann man es vielleicht besser sehen. Ja, habt ihr gesehen? Die Innenflächen sind Wasser. Das da ist Pseudo-Eis. Pseudo-Eis. Ich habe keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Es fällt auf. Es ist auffällig. Da hinten haben wir das, seht ihr? Auf dem Wasser. Und wir haben keinen Frost. Was ich jetzt machen kann, ist diese Schichten herzunehmen. Schade um die schönen Strukturen. Und mal einzusammeln. Jo. Diese Schichten mal einzusammeln. In einem Glas. Und dann schauen wir mal. Dann spielst du mit. Wartest du bitte. Es geht gleich weiter. Falsche Glas mit der Kacke. Okay, muss ich ein anderes Glas nehmen. Aber es wird dir bestimmt nachher nochmal da sein. Und von der Pfütze habe ich ja auch schon mal Wasser genommen. Jo, schauen wir mal. Auf jeden Fall richtig schön. Schön, lustig. Cool. Schauen wir weiter. So, das muss ich meinem Film zeigen heute. Das ist Blick Richtung Osten. Nur wow sagen. Herrlich. Einfach fantastisch. Für das Auge. Den Kommentar begreife ich mir. Gut, machen wir ein Foto, gehen weiter. So, was ihr seht, ist ein Flussüberlaufkanal. Das heißt, wenn zu viel Wasser ist, fließt es hier rein und fließt dann wieder unterirdisch auf die andere Seite ab. Wie ihr sehen könnt, hier ebenfalls parzellenweise rutile Strukturen. Was ihr aber auch sehen könnt, dass es zwei verschiedene sind. Ihr seht, der Boden wackelt. Und das Eis wackelt mit, sprich die Wasseroberfläche. Bei den Rutilen ist Wasser offen. Wir haben die rutilen Strukturen als Pseudo-Eis und da drinnen die Flächen sind alle nur Wasser. Könnt ihr das sehen? Ich tippe nur den Boden hier an. Würde es kalt sein und nur Wasser sein, würde es wieder hinten ausschauen. Da
Und da ist flächendeckend Eis oben drüber. Und am Rand ebenfalls rutile Strukturen. Geht noch näher ran, schauen wir mal. Also könnt ihr wunderbar sehen. Ja, das ist Wasser. Die rutilen Strukturen breiten sich drin aus. Der Rest da hinten ist Eis. Pseudo-Eis. Ist so cool, oder? Hast du schon mal so was erlebt? Ich glaube, hinterfragen, aber zu einer helle Freude drin haben, oder? Was sagst du dazu? Ne? Ja, ich brauche nur auf den Boden stampfen, weil hier alles weich ist. Es ist wie ein Pool. Swimmingpool ringsum die Umrandung, innen drin ist Wasser. Noch irgendwelche Fragen? Gut, gehen wir weiter. Apropos, was ich noch sagen wollte. Ich habe hier einen extremen Mentholgeschmack, diesen pseudokühlenden Geschmack im Mund. Wenn ein Menthol ähnlich einatmet, wie auch immer das schmeckt. Ich kann mich erinnern, dass Kampfer der Ether so ähnliche Wirkung hat. Das ist schön. Das heißt, nee, Kampfer nicht, Chloroform meine ich. Chloroform, Ether die Richtung. Ah, wie ist das da? Seht ihr das? Geil. Wird es Eis sein, wird hier alles voll Eis sein. Aber das da drinnen ist Wasser. Hammer. So, nochmals guten Morgen, Germanien. 31. Dezember 2012, die letzten Stunden vor dem neuen Jahr. Wir haben jetzt 9.40 Uhr, regulärer Standpunkt, Blick Richtung Osten. Zeigen wir uns doch mal, was sich da im Himmel oben abspielt. Man kann es ganz gut sehen, was da oben für schöne Wolken sind. Ich sagen kann, der Geschmack hat im Mund, sag ich mal, dieser Kühleffekt ist ziemlich extrem. Mir reizt es heute die Schleimhäute. Das merkt ihr schon, es ist unwahrscheinlich. Mir hat nichts gefehlt, bis ich hier draußen war. Und nach 10 Minuten ging es los. Und der Geschmack ist ziemlich penetrant und unverkennbar. Wenn man das da oben anschaut, sieht aus wie eine Wolke, ne? Wenn man näher reinzoomt. Das, was die wenigsten machen, sich das Ding nämlich genauer anschauen. Dann kann man sehen, auch wenn ein bisschen unscharf ist da oben. Ja, Super Saab 100 hat es nämlich auch schon gezeigt.
dass die Strukturen da oben anders sind. So wie Hefeteig, wenn er Blasen schlägt. Nur Mini-Format. Oder was mit Kalzium zu tun hat. Bei den Ärzten diese Knochenbilder. Oh, Achtung, Warnung, böses Osteoporose, so sehen eure Knochen aus. Genauso schaut es da oben aus. Fuck. Fuck. Da ist einer beim Arbeiten. Nach dem Motto, ich muss das Soll noch dieses Jahr erfüllen. Welches Soll auch immer. Wenn man das dann da hinten anschaut, zoom auch da mal rein. Ich mache einen Öl- oder Farbfilm auf eine wässrige Unterlage und gehe da mit dem Finger oder die Gabel rein und dann entsteht halt sowas. Und genauso entsteht es halt auch am Himmel mit diversen Chemikalien. Ist so. Können die noch irgendwie oft sagen, das sind Wolkenschichten, bla bla bla, ihr seid Spinner. Nein, Jungs. Sagt, was ihr wollt, aber ein Mikroskop lügt nicht. Laborwerte lügen nicht. Punkt. Würde es anders sein, würde die ganze Wissenschaft lügen. Aber das geht ja nicht. So, jetzt sind wir im Norden. Sieht doch neckisch aus, oder? Wie ein Herz. Wer richtig hinschaut, erkennt in der Mitte ein Herz und darunter wird das Herz begraben oder was? Keine Ahnung. Das sind so Fantasien, wenn man mit Wolken spielt, mit Wolkengestaltungen, mit Wolkenbildern. Nur dumm, dass manche Fantasien plötzlich im Labor sich als Realität entpuppen. Tja, dumm gelaufen. Oder wie ich immer sage, stets zu euch, es ist bei mir alles nur reiner Zufall. In diesem Sinne wünsche ich eine schöne letzte Stunde. So, ich bin jetzt südliche Spielwiese. Wir haben es jetzt 9.53 Uhr durch. Hier ist ebenfalls eine Pfütze, weil das Wasser übergelaufen ist vom Bach etc. Wie gesagt, kann man gerne den Test machen. Seht ihr, Wasser mit hauchdünner Eisschicht. Obwohl kein Bodenfrost war. Dann zeige ich euch was. Hier sieht es gerade günstig Richtung Sonne. Danke. Das ist wirklich krass. Welches Wasser? Normales Leitungswasser, das könnt ihr gerne herausstellen. Verhält sich so. Mit geometrischer Perfektion an Geradlinigkeit. Und gefriert dann so. Und wächst. Ich denke mal, das kann jeder sehen. Egal ob mit oder ohne Brille. Auch hier die Erhöhung, die Vertiefung, die Furchen sehen.
Können wir gerne näher ranzoomen. Nee, ist nicht drin, es wird unscharf. Ihr seht die Streifen dort, bei dieser Messerform in der Mitte des Bildes. Diese Überlagerung, das sind Schichtüberlagerungen. Und so sind rutile Strukturen halt mal aufgebaut. Ich habe es euch gezeigt. Ich habe euch die Links gegeben. Ich kann euch gerne den Link hier nochmal drunter setzen, was alles, welche Elemente rutile Strukturen erzeugen. Calciumchlorid hat halt verwaschene rutile Strukturen, das passt gut dazu hin. Sieht man auch an den Wolken. Ich kenne ehrlich gesagt keine Winde, die geometrisch sowas verursachen. Ich habe euch vorhin, hier zuvor ein Bild eingefügt, so terrassenmäßig, pfützenmäßig, das ist das, was ich von Kindheit an kenne, aber nicht das. Schaut euch die Erdprobe an von gestern Morgen, die ich euch gezeigt habe, was mit dem gefrorenen Luftfeuchtigkeit auf dem Objektdrehbuch passiert, wenn plötzlich Wärme mit ins Spiel kommt, was mit dem Eis passiert, welche Farben es annimmt. Das ist eine chemische Reaktion. Da hat man es in der Mitte auch, das sehe ich sogar von hier aus. Das werde ich nachher noch ein Foto machen, das werde ich nachher als negativ ummachen, dann sieht man es nämlich genauso. Das ist nichts anderes, das ist genau diese Farbstruktur, wie auf dem Objektträger, wenn es mit Wärme in Reaktion gerät. Ich hatte von dem Hochwasser Schaumproben genommen gehabt, in ein Glas gesteckt. Das war jetzt vor, lass mich totschlagen, 2, 3 Tagen. Es ist noch immer Schaum in dem Wasser oben drauf und unten sind noch immer, ja, ich sag mal Wasserstoff, Kohlenstoffbläschen, Kohlenstoffsäurebläschen. Also dieses Wasser hat noch immer eine chemisch aktive Reaktion, obwohl es seit 48, 72 Stunden verschlossen ist. Gut, ich denke, das reicht euch. Zumindest die, die endlich mal erwachen möchten. Ja, noch eine schnelle Runde rum. Oder da hinten Richtung Sonne, damit ihr seht, wie schön es ausschaut. Etwas zur Erholung fürs Auge. So schön schaut es aus. Und so unschön kann es weitergehen. Wenn man der Meinung ist, ja, man muss die Zutaten verteilen, damit dann hier unten sowas entsteht. In diesem Sinne, jo, bis heute Nachmittag. Nächstes mit Feierabend. Wenn ich was sehe, muss ich die Kamera zücken, weil das ist perfekt. Schulbeispiel. Seht ihr das? Diesen Streifen unterhalb der Sonne? Geradlinig. Ich sag dazu rutil. Jo. Hab keinen anderen Ausdruck dafür im Moment. Wir können das mal abgehen. Vergleich die Bilder mit dem Wasser. Im Vergleich denn das da. Es ist im Prinzip so wie oben, so unten. Oder? Will es jemand abstreiten? Ist das ähnlich wie die rutilen Strukturen auf dem Wasser ausschaut?
Das Dunkle ist die Erhöhung. Ja. Dann kommt was Helles mit dem dunkleren Streifen danach, das ist die Vertiefung. So was nenne ich dann. Tatsächlich. Tja, wie wohl. Reiner Zufall. So Jungs, ich werde einfach nicht damit fertig, dass dieses Zeug von gestern, dieses weiße Spur, das verschwunden ist, gestern Nachmittag. Ich krieg's nicht gebacken. Einzig, wo ich mir einen Reim drauf machen könnte, ist, siehe Erdprobe, vorgestern, was definitiv Extremes gesprüht worden ist. Dieses Zeug ist dann, ja, man kann es quasi sagen, über Nacht gewachsen. Überall an diesem Baumstamm drum und dran, das war ja alles voll. Das habt ihr ja gesehen. Hab's euch ja gezeigt. Skurrile und rutile Strukturen. Es ist nichts mehr da. Nehmen wir an, laut Theorie, es war pure Chemie. Substanz. Ein Gemisch. Das Zeug, wenn es in Reaktion gerät, mit was auch immer, wächst, wie wir es dann gestern gesehen haben bei mir. Zu diesen komischen, ja, Bommeln-Strukturen. Hier war ja auch überall alles voll, ist nichts mehr da. So. Dann wird eine andere Chemie oben gesprüht, das Zeug kommt irgendwann runter. Mit dem Regen, der gestern kurz vorm 3 stattfand. Und das Zeug, durch chemische Reaktion, verschwindet, löst sich auf. Ich habe hier wirklich nichts mehr. Hier war etliches. Nicht bloß hier vorne, wo ich fotografiert hatte und gefilmt hatte. Nein. Es ist alles spurlos verschwunden, wie aufgelöst. Und sowas nenne ich strikt chemische Reaktionen. Es waren keine Pilze. Punkt. Ende. Ich lebe nun mal in der Natur im Wald. Ich weiß, wie Schwämme, wie Baumpilze, bla bla bla, was auch immer. Was weiß ich. Wachsen, existieren, kann Regen kommen, kann irgendwas anderes kommen, das Zeug bleibt. Das da ist weg. Ich könnte mich jetzt daran hintern beißen, dass ich da keine Probe mitgenommen habe. Ah! Tja! Das ist Künstlerpech. Absoluter reiner Zufall. In diesem Sinne, jetzt gehe ich Kaffee trinken. Schönen Tag euch noch. So rein zufällig. Ja, ich weiß, ihr wisst, was kommt, gell? Nichts mit Kaffee trinken. Also schon der, das ist der Graube von gestern, der gegen 15 Uhr runtergekommen ist. Der liegt immer noch da. Wir hatten gestern, wo der Graube runterkam, 5, 6 Grad plus, Punkt, Ende. Ich habe gestern was abgenommen gehabt, in die Hand genommen gehabt, das Zeug wollte nicht schmelzen. Wenn wir das hier mal abmachen, könnt ihr, wenn ich richtig zoome, die Graubelkörnerstrukturen erkennen. Was auch Fakt ist, meine Hand ist locker über 35 Grad warm. Ja, das Zeug will nicht schmelzen groß. Ist so. Schneeflocken, Graube können hier runterkommen, die schmelzen relativ schnell. Das hier weniger. Das braucht ziemlich lange. Wie ihr seht, überall das Zeug hier. Klein, da ein Großformat. Das hat Graubelkörnerstruktur. So, wenn ich jetzt mal hochfahre aufs Dach, das ist das, was gestern runtergekommen ist. Es ist seit gestern da oben. Bei 5, 6 Grad plus. Damit du überhaupt wachsen kannst, muss ein Samen in die Erde gesetzt werden. Finde den Samen in dir, damit der Baum des Lebens sprießen kann. Welche Vision hast du von dir selbst? Was kann diese Vision deinen Mitmenschen vermitteln? Wie kann dein Wesen die Welt inspirieren? Du wirst diesen Samen nicht nur im Nachdenken finden. Du musst auch leben, um herauszufinden, wer du bist und wer du werden willst. Dann wirst du ganz von allein gedeihen
und deine volle Pracht entfalten. Langsam, aber stetig. So wie wir. Es wird Zeiten geben, in denen du auf der Stelle zu treten scheinst. Diese Zeiten sind wichtig, damit du Ruhe findest und wieder zu Kräften kommst. Oder damit du Abstand gewinnst und merkst, dass einige Aspekte deiner Vision gar nicht mehr mit dem übereinstimmen, wer du eigentlich sein willst. Lass den Stillstand zu. Er wird zur richtigen Zeit weichen, wie der Frost, damit du neue Blüten tragen kannst und weiter wächst. Wachstum bedeutet stets Veränderung. Nimm jede Veränderung mit freudiger Erwartung an, damit du mit dem Strom des Lebens schwimmst und nicht dagegen. So kommst du schneller voran. Auch wir sind mit jedem Moment unseres Seins im Wandel begriffen. Kein Augenblick gleicht dem vorherigen. Ein Blatt fällt. Ein Vogel setzt sich in unser Geäst. Ein Sonnenstrahl zwängt sich durch das Dickicht. Und Schmetterlinge tänzeln freudig in der Luft. Jeder Moment bedeutet Veränderung. Nimm die Veränderung an, anstatt wehmütig an die Vergangenheit zu denken oder dir um die Zukunft Sorgen zu machen. Kreise nicht so viel um deine Gedanken, sondern tanze wie die Schmetterlinge. Du musst dich nicht immerfort fragen, wie du dich selbst findest. Es genügt zu spüren, dass du lebst. Und je mehr du spürst, dich spürst, desto weniger wirst du verzweifelt nach Antworten suchen. Je mehr deiner Zeit du damit verbringst, unmittelbar zu leben, mit anderen, aber auch im Alleinsein mit dir selbst, desto leichter wird es dir fallen, dich zu finden. Damit du überhaupt wachsen kannst. So, Silvester, Abschluss. Ich setze noch eins hinterher. Eigentlich wollte ich es nicht machen. Aber soll's. Wir haben hier über 2,0 UV. Und ich fahre mal oben rum und zeige, wie es jetzt ausschaut gegenüber heute Morgen. Ich war gerade beim Zusammenschneiden und Zusammenkleben und Hochfahren. Ich setze jetzt hier noch hinterher. Wenn ihr seht, was hier abgeht, jetzt bis Silvester haben, was ich heute Morgen gezeigt habe, also was ihr im Vorfeld des Films gesehen habt bis jetzt hierher, wie es da oben ausschaut, dass wir heute Silvester haben, dass einige Berichte kommen, was angeblich heute Nacht passieren soll im Laufe des Jahreswechsels in Sachen Frequenzen. Ja. Dazu fällt mir eigentlich nichts mehr groß ein. Ich kann nur betonen, was in der Beschreibung steht. Und wenn man das hier sieht, jeder öffentlich-rechtliche Meteorologe, sage ich jetzt mal so, soll am besten Urlaub machen, zu Hause bleiben und sich jeden Kommentar verkneifen. Ich brauche nur reinzoomen, ranzoomen, euch Details zeigen. Jeder ältere Bürger, jeder ältere Mensch sollte wissen, dass das nichts mit normalen Wolken zu tun hat,
wenn man sich das da oben anschaut und sich auskennt in Sachen Frequenzenergie, in Sachen Doppelspalteffekt, bla bla bla, sollte wissen, was da oben abgeht. Kein Kommentar dazu mehr. Mir reicht's. Das ist mein Abschlussbericht für dieses Jahr. Egal, was heute noch kommt. In diesem Sinne. Ja. Lernt endlich eure Angst zu überwinden. Auch wenn ihr sagt, ihr habt keine. Und damit spreche ich die an, die sagen, das da oben ist ein ganz natürlicher, normaler Himmel. In diesem Sinne euch einen guten Rutsch. Ein hoffentlich besseres neues Jahr. Ja, der Selbstfindung. Und sich seiner selbst bewusst werden.